sondern die Leute, die schon spüren, irgendwas stimmt da draußen nicht und wollen eine Veränderung. Und wenn man das versteht, sich also ein bisschen zurückzuhalten mit seinem Wissen, was man bekommt durch die Ernährungsveränderung und auch durch die Bildung, dann wird man ganz interessant für andere, auch in der Familie. Herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Florian Sauer und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 19. Schatz, ab heute ernähre ich mich gesund und ich mache jetzt jeden Tag auch Sport. Das ist so ein Satz, mit dem kann sich in der Beziehung, in der Partnerschaft oder auch in der Familie so einiges ändern, so einiges auf den Kopf stellen. Ich sag mal, wenn man mal so ein, zwei Abend unterwegs ist und mal vegetarisch isst, ja, ist ja alles noch im grünen Rahmen, aber wenn es plötzlich heißt, der Partner, die Mama ersetzt jetzt geliebte Würstchen durch Sojawürstchen, ja, oder statt schönen leckeren Schokobrötchen gibt's jetzt plötzlich nur noch Erdmandelfrühstück. Da hört bei vielen tatsächlich das Verständnis auf und Probleme sind vorprogrammiert. Florian, das soll heute ein Thema sein in unserem Podcast, denn zur Ernährungsumstellung, da können vielleicht der eine oder andere auch wirklich ein Lied von singen, dass das wirklich zu Problemen führt in der Ernährung, in der Familie, aber auch vielleicht im sozialen Umfeld und was man da tun kann dagegen, um solche Probleme zu vermeiden. Da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern. Genau, und wir wollen natürlich auch wirklich Tipps geben aus Erfahrungen, die ganz gut funktionieren oder auch wie man damit umgehen kann. Denn wenn in so Otto-Normalverbraucherfamilie das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung anfängt, dann kommt dann irgendwann der Satz, sag mal Mama oder liebe Frau oder lieber Mann, bleibt das jetzt immer so mit dem Essen oder hört das auch mal wieder auf? Ist das jetzt nur eine Kur, die du machst oder müssen wir uns jetzt alle mitverändern? Und da hängt mal ganz schnell der Haussegen schief, weil sich alle um alle dann irgendwie Sorgen machen. Ne? Oh und ja, das ist genau, das Sorgen. Letztlich macht man sich ja Sorgen, weil ja diese eine Person, meistens ist es ja, dass eine Person irgendwie damit anfängt, weiß ich, hat was aufgeschnappt, hat einen Fernsehbericht gesehen, hat ein Buch gelesen, hat eine Freundin, die irgendwie da jetzt was ganz toll macht, was man jetzt auch machen muss. Das sind ja die unterschiedlichsten Gründe. Aber es können ja auch wirklich gesundheitliche Probleme sein. Und wenn ich jetzt bei mir so zurückblicke, wie war es da? Bei mir war es wirklich so, dass ich eine Veränderung einleiten musste und meine Frau mich da auch unterstützt hat, weil es einfach nicht mehr ging. Ja, das genau. Ist natürlich schön, wenn es so ist, wenn dass man das Verständnis des Partners hat. Aber was ich auch sehen muss, als ich angefangen habe, mich da reinzulesen, diesen Fehler habe ich da wirklich exzessiv begangen, ist, ich habe mich da reingelesen, ich war total begeistert von dieser Ernährungswelt, die sich da plötzlich aufgetan hat, von diesem Wissen. Und mein erster Gedanke war, das müssen doch alle wissen. Ich muss sie doch jetzt alle missionieren. Es kann doch nicht sein, dass die sich alle ungesund ernähren. Und ich bin der Einzige, der dieses Wissen hat. Die müssen doch alle davon erfahren. Ja? Und bei jeder Gelegenheit habe ich alle missioniert und erzählt, was sie alles ändern müssen. Ja, aber eigentlich das, was ich erreichen wollte, habe ich da überhaupt nicht mit erreicht. Also es ging eher Richtung Ablehnung, Kopfschütteln und Sorgen machen. Du, Andreas, stell dir vor, 1000 Hühner leben in einer Legebatterie, ja? Von der Geburt an bis zum Ende sehen sie nie die wirkliche Welt da draußen. Und plötzlich schafft es ein Huhn, aus dieser Legebatterie mal zu entkommen und findet das große Tor, wo es rausgeht in die echte Welt und sieht zum ersten Mal diese wirkliche Welt, also alles andere als das Huhn kennt, aus seiner Matrix heraus. Die Frage, was macht denn dieses Huhn? Tja, das ist die große Frage. Was macht's denn? Was macht dieses Huhn? Wahrscheinlich rennt es wieder zurück und sagt, keine Ahnung, was ist das hier? Genau, es rennt zurück, weil es allen das erzählen möchte. Es wird zum Missionar sozusagen. Ja, oder so rum, ja. Es möchte allen erzählen. Und weißt du, was die anderen sagen? Ja, du spinnst, ne? Verschwörungstheorie, genau. So. Aber
für dieses Huhn wird dieses Leben nie wieder so, wie es mal war, weil es ja einmal dieses Bewusstsein bekommen hat, das Echte und Andere zu sehen. Also die Einstellung dieses Huhn wird sich verändern, die Ernährungsart wird sich verändern, die Lebensgewohnheiten werden sich verändern, weil es ein Unterschied ist, ob ich etwas aus Unwissenheit tue und bewusst immer noch so machen kann. Und darüber müssen wir mal sprechen. Ja, genau. Also, was mache ich denn jetzt konkret? Also, nehmen wir jetzt mal den Fall Partnerschaft, Familie, ja? Also, die Person, in der Regel wird es ja die Person sein, die jetzt diesen Podcast hört, die eben dieses Problem hat. Sprich, du, der jetzt hier zuhörst, hast wahrscheinlich dann deine Ernährung verändert. Oder die andere Variante ist, dass die Person zuhört, die es jetzt anhören muss. Hier, Schatz, hör dir das unbedingt mal an, das ist für dich, ja? So, die beiden Varianten haben wir wahrscheinlich an Zuhören bei dieser Stelle. Aber was kann ich denn jetzt tun? Also, ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie man es nicht macht. Also dieses Missionieren ist ja ein Problem. Also da entsteht ja Konflikte daraus, dass ich jetzt meine, ich müsste das komplette Umfeld mitziehen. Genau. Von vornherein heißt es natürlich ehrlich sein. Das ist das Allerwichtigste. Und nicht so prophetisch zu reden, sondern erstmal zu sagen, aus dem eigenen Gefühl heraus. Also immer in der Ausdrucksform mit Gefühlen reden. Andreas, ich habe aus Erfahrung ja auch Fehler gemacht. Und ich weiß noch, Amelie war damals 3,5 Jahre, wo wir sie in den Kindergarten gegeben haben. Und da gab es natürlich den ganzen Scheiß, Diakonie, ne? Also kirchlicher Kindergarten, da gibt es sehr viel Schulküchenessen und so. Und da habe ich der Erzieherin gesagt, die Amelie hat eine Fructoseintoleranz, Glutenunverträglichkeiten, sie verträgt keine Milch, auch keine Laktose. Und wenn sie 1 Liter Milch trinkt, dann stirbt sie. Ja, so krass dogmatisch bin ich damals rangegangen mit unserer Ernährungsreform, weil ich nicht wollte, dass mein Kind verschleimt und wollte sie vor den Essen bewahren, was es dort gab. Und nach 6 Wochen ruft dann die Erzieherin an und sagt, du, Florian Sauer, ist denn Ihre Tochter wieder gesund? Dann sage ich, warum? Die trinkt jeden Morgen dem Fritz seine Milch aus, die isst diese Schokostreusel, die wir auf den Joghurt machen und da sieht man gar keine allergische Reaktion. Also das scheint die alles ganz gut zu vertragen und ich durfte dann langsam lernen loszulassen. Ich durfte dann langsam akzeptieren, dass da eine normale Integration stattfindet und dass ich einfach jetzt die Amelie in dem Weit ein bisschen loslassen muss, weil sie jetzt auch mit anderen Nahrungsmitteln in Begegnung kommt, wo ich sie nicht unter Kontrolle habe. Und das anzunehmen war für mich ein ganz wichtiger Schritt, auch nicht so dogmatisch zu sein, also locker zu werden, zu akzeptieren, loszulassen und zu sagen, irgendwo muss sie sich in ihrem Leben auch selbst entwickeln, muss selbst Erfahrungen sammeln und das ist natürlich dann super gelaufen. Ja, und das, was du sagst, bezieht sich jetzt einmal auf die Familie, auf Kinder, aber es ist für die Partnerschaft genau das Gleiche. Also der größte Fehler, den man aus meiner Sicht machen kann, ist eben zu sagen, okay, ich habe jetzt für mich eine Erkenntnis, aber du musst diese Erkenntnis jetzt auch haben. Aber so läuft es eben nicht. Die Erkenntnis muss jeder selber machen. Und was ich dort tun kann, das gilt für die Familie als auch für den Partner, es ist ein Vorleben, aber auch den anderen so zu akzeptieren und zu lieben, so wie er da ist. Ja? Und das heißt, im Notfall mache ich dann eben, wenn ich jetzt für die Küche verantwortlich bin, mache ich eben 2 verschiedene Gerichte. Ja? Dann ist der Partner halt sein Schnitzel, wohl wissend, dass es nicht gut für ihn ist, aber er ist einfach noch nicht angekommen. Und wenn ich ihm jetzt stattdessen eine andere Sache hinstelle, entweder kann ich ihn davon überzeugen, dass meine Sachen auch lecker sind. Er sagt, ach, das ist ja toll, probiere ich aus. Und wenn er da in Abwehrreaktion geht, dann muss ich ihn einfach dort erstmal lassen. Richtig. Entweder macht er den Sprung oder er macht den nicht. Und irgendwann gibt es verschiedene Konsequenzen für mich daraus. Denn entweder sage ich dann irgendwann, das passt irgendwie alles nicht mehr, weil der Partner, weil ich werde ja auch immer feinfühliger durch die Ernährungsveränderung. Und irgendwann sage ich, boah, das stinkt mir alles, das funktioniert nicht mehr. Und irgendwann muss vielleicht der Partner sich dann doch mal ein Stück weit bewegen. Und das sind ja alles so Dinge, die du auch bei dir in deinen Kursen immer wieder erlebst. Denn dort ist es ja oft so, dass die Partner zu zweit eben dann auflaufen, wo der eine den anderen mit anmeldet oder vielleicht auch beide aus freien Stücken mit hinkommen. Was erlebst du denn da immer so? Na, ich merke eben, dass manche Frauen, auch Männer, die dann gesund sich verändern und sich auch entgiften wollen, weil das Thema bleibt ja nicht aus, weil der Körper mit gesunder Nahrung ja auch irgendwo in ein Detoxen hineingeht, dann haben die hergezerrt. Und ich frage dann immer, wer hat sich hier selbst angemeldet und wer wurde hergezerrt? Und bei so einem Tisch mit 15 Teilnehmern pro Kurs, da melden sich immer so 3 im Schnitt, die hergezerrt wurden. Und die sehen den Kurs mit ganz anderen Augen, Andreas. Ja, die Wahrnehmung des Ganzen. Abend da immer so. Genau, die sagen immer, ach Quatsch. Oder dann, das glaube ich nicht. Wo gibt es denn eine Studie dazu? Die muss aber dann am besten doppelblind sein. Und dann gibt es immer die anderen, die dann sagen, ach, du hast da keine Ahnung und so weiter. Und ich sage, das ist immer der falsche Weg.
Wenn du, Andreas, derjenige bist, der sich gesund verändert, dann musst auch automatisch du eine psychologische Eigenschaft entwickeln, die Familie da drin zu handeln, weil alle anderen, die dich eigentlich sehr lieben und sehr gerne haben, sehen, wie du dich veränderst und die machen sich Sorgen. Die denken, ist denn da Andreas jetzt in einer Sekte oder was ist denn ja jetzt los? Hat er ein falsches Buch gelesen oder eine psychische Störung? Muss er mal zum Psychiater? Muss man den irgendwie mal wieder gerade rücken? In der Reihenfolge. Aber du siehst es ganz anders, weil du durch diese Feinstofflichkeit, durch diese Energie und dieses Bewusstsein, was entsteht, eine ganz andere Wahrnehmung auf das Grobstoffliche bekommst, was deine Familie dann vielleicht immer noch lebt. Und du möchtest dann ja auch denen ihr Leben retten und verbessern, indem du sie dann zu so einem Kurs hast. Und ich bin dann immer der Seminarleiter, der sagt so, jetzt mal Slow Motion. Jeder darf so sein, wie er möchte, auch in diesem Kurs. Und jeder nimmt sich am Ende die Informationen mit, die für ihn wichtig sind. Und was nicht geht, das geht halt nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht in einem halben Jahr geht oder nicht in einem Jahr geht. Man braucht die Zeit dieser Entwicklung. So, und dann sehe ich immer, wie die Männer, die hergezerrt wurden, praktisch ihre Frauen angucken und sagen, siehste. Ich muss also nicht immer das machen, was du sagst und unter Pflicht und Bedingungen, sondern ich darf auch meinen eigenen Wert haben und du darfst lernen, das zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin, weil du warst ja auch mal so, aber ja, du hast dich verändert. Ne? Und das ist tolerant zu sein, bedingungslose Liebe heißt auch zu akzeptieren, über den Rahmen hinaus, wo man es akzeptieren kann, auch das zu leben. Und bei mir war es damals so, Andreas, ich bin nicht aus Intelligenz dazu gekommen, gesund zu leben, sondern aus der Pflicht, weil ich vorm Abgrund stande. Und ich musste zum Abgrund hinkommen, um mein Leben zu verändern. Ich möchte auch da nicht mehr rausgehen jetzt. Weiß ich aber heute. Es sind 15 Jahre vergangen seitdem. Und ich habe noch damals mit einer Partnerin gelebt, da ist auch unsere Tochter entstanden, die Amelie, die ist mittlerweile 12. Sie hat zum Frühstück Leerdammer gegessen mit Kaffee und Salami und ich habe Smoothies getrunken, habe meine eingeweichten Haferflocken-Porridge gegessen und ich hätte das gar nicht mehr essen können. Ich hätte Kopfschmerzen bekommen. Mir wäre es nach so einem Frühstück schlecht gegangen, ja. Aber ich habe sie es essen lassen. Aber das Ende unseres Liedes war es dann, nach 5 Jahren knapp haben wir es einfach nicht mehr ausgehalten. Und sie hat sich für mich eine sehr ungesunde Lebensweise entschieden. Ich mich für eine sehr gesunde Lebensweise. Und dann kam auch eine Trennung. Und heute kann ich sagen, unsere Tochter, die Amelie, die von keinem das Essen als schlecht oder super gesund dargestellt bekommt, lebt beides. Sie lebt sehr gesund, aber sie schlägt auch mal über die Stränge, aber sie sucht sich aus allem immer das Beste raus. Und das ist eine ganz wichtige Information für den weiteren Verlauf unseres Podcasts. Jetzt nehme ich den Tipps, die wir noch geben wollen. Ja, genau. Jeder pickt sich das raus, was er möchte. Und mit den Kindern, ja, das ist eben auch eine Erfahrung, die bei uns mit meinen 4 Jungs natürlich auch tagtäglich mit zu tun habe. Ja? Denn wir haben ja früher auch ein anderes Leben gelebt und plötzlich fängt der Papa an, da andere Sachen zu machen. Und diese Missionierung, die ging ja nicht nur nach außen, die ging ja natürlich auch nach innen. Und da steht man so in dem Konflikt. Auf der einen Seite möchte man ja für den Partner, für die Kinder das Beste. Auf der anderen Seite kriegt man dann eben das Ganze volle Kanne zurück, wenn dann die Kinder, der Partner sagt, das schmeckt mir nicht, das will ich nicht, hau ab mit deinem Zeug. Ja, und das tut dann irgendwo natürlich weh, weil man ja es eigentlich was Gutes will. Und das muss man dann eben lernen, musste ich für mich auch lernen, die anderen so stehen zu lassen. Und ja, einfach auch zu akzeptieren, dass die anderen diese Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach nicht gemacht haben. Ja, also sie haben das nicht erlebt, dass wenn sie essen, dass Krankheit aus aufgrund von ungesunder Ernährung entstehen kann. Sie erleben das überhaupt nicht. Sie essen ihr Nutella-Brötchen und sagen, passiert doch nichts. Ich trinke mein Glas Milch, passiert doch nichts. Was willst du eigentlich von mir? Ja. Und das ist eben etwas, wo letztlich dann jeder selbst die Entscheidung treffen muss, wie er nur damit umgeht. Weißt du, Andreas, das muss man einfach so akzeptieren. In den Kursen in Haselbach, da habe ich oft Mütter, die sind so um die 55, 60 rum, mit ihren Töchtern, die sind so um die 35 Jahre alt. Und ich sage das nicht, aber ich denke mir das immer ganz ehrlich, ich sage, ich würde lieber mit der Mutter ausgehen, als mit der Tochter. Warum? Ja, sag's mir, weil sie schicker aussieht vielleicht. Nein, weil die Mutter aufgrund ihrer falschen Lebensformen ja schon irgendwann mal krank geworden ist und dann durch die Wechseljahre anfängt mit diesen Feuerpfeilen und die Gifte, die dann nicht mehr rauskommen, weil die Regel nicht mehr da ist, sehr krank werden, Entzündungserkrankungen bekommen und sich dann jeden Tag um Gesundheit kümmern. Dann geht's plötzlich, weil sie den Kaffee nicht mehr vertragen, das Gluten nicht mehr vertragen, was sie 40 Jahre super vertragen haben und werden wieder schlanker, gesünder, jünger, die sehen richtig jung aus. Und dann habe ich manchmal so eine Mutter, die ist 55, die ist relativ
relativ schlank und sehr fit und bewegt sich und macht 2-3 Mal die Woche Yoga. Und dann bringt sie ihre Tochter mit, die ist 35, übergewichtig, hat aber keine Krankheiten. Sieht aber wirklich ganz schlimm aus. Und man sagt sich, Mensch, wenn die so weitermacht, wird sie bald ganz schlimm krank. Sie merkt es aber noch nicht, weil der Körper ja noch genug Mineralien hat, es abzupuffern. Das Säure-Basen-Gleichgewicht passt noch, der Körper kann noch einlagern. Und sie kriegt das noch nicht als Spiegel täglich vorgezeigt, wenn sie was Schlechtes macht. Die Mutter hat das aber so schmerzlich erfahren, dass sie eigentlich sagt, es gibt nichts Schlimmeres, als Schmerzen zu haben und krank zu sein, und lebt natürlich bewusster und sieht auch dementsprechend aus. Und die Tochter kriegt dann im Kurs langsam so mit, dass wenn sie so weitermacht, aus den Erfahrungsberichten der anderen Menschen, die da mit an der Seminarrunde sitzen, dass sie dann merkt, ich muss langsam echt die Kurve kriegen, weil ich gespiegelt bekomme, dass ich eigentlich schon körperliche Probleme habe, sichtbar, aber ich sie noch nicht spüre. Und da entsteht Bewusstsein, Andreas. Sie kriegt dann sozusagen ein kleines Keim in sich hineingepflanzt und sagt, Mensch, vielleicht ist das wirklich so. Und dann macht sie eine Entgiftung. Und nach dieser Entgiftung ist sie so feinstofflich, dass sie dann die Nutella, wie du gerade eben gesagt hast, nicht mehr essen kannst, weil sie merkt, wie der Zucker reizt, wie der Zucker aggressiv macht. Und dann ist sie erst in der Lage, sich zu wandeln. Und dahin muss erstmal jeder kommen. Das kann man keinen irgendwo wie ein Heftpflaster aufstempeln. Er muss die Zeit bekommen, wo das passiert. Ja. Genau. Und diese Erfahrung kann man nur jedem wünschen, und die Zeit muss man entsprechend jedem lassen. Und wenn man das so weiß, dann muss man einfach lernen, die andere Person einfach so stehen zu lassen, zu akzeptieren und auch so lieb zu haben, wenn sie in zur eigenen Familie, wenn es der Partner ist. Und genau. Wenn man einfach weiß, okay, Veränderung fängt bei mir selbst an, der andere kommt irgendwann, dann tut es nicht, dann sind wir noch schon mal ein ganzes Stück weiter. Und dieser Dogmatismus, damit, das ist meine Erfahrung, schade ich letztlich mehr, als dass ich etwas Gutes anrichte. Denn damit streue ich Ängste, die Kinder trauen sich nicht mehr, irgendwo was zu essen, denken, also wenn ich das übertreibe, also ich kann immer von zwei Seiten vom Pferd fallen, das ist immer so mein Spruch. Mhm. Ja, also ich kann nichts machen, ich kann es aber auch den Bogen überspannen, und dann leben die Kinder in einer ständigen Angst, dass alles, was da aufgetischt wird, schlecht für mich ist. Ja? Und was für Kinder erziehe ich denn dann? Also wenn wir jetzt beim Thema Kinder sind, die leben in der ständigen Angst, irgendwas falsch zu machen, und das ist ja das Gegenteil von dem, was ich möchte, nämlich Kinder in Freiheit und Selbstbestimmtheit zu erziehen. Also lass die Kinder, lass den Partner selber ihre Erfahrungen machen und lebe einfach vor, und jeder darf selbst entscheiden, ob er sagt, okay, ich nehme das für mich an, oder ich lasse es eben bleiben und entscheide mich halt dagegen. Das ist ja auch genau so. Andreas, Tipps. Heutzutage gehe ich in ein Restaurant hinein und suche mir das Restaurant natürlich vorher aus. Also mindestens ein Slow-Food-Restaurant, was wenigstens den Wert hat, gesundes Essen anzubieten. Das muss ja nicht immer Bio sein, ja? Und da lade ich auch dann meine Freundin ein, weil ich dann in ein Restaurant gehe, wo ich sowieso gerne essen gehe. Oder wenn ich eingeladen werde von Freunden, dann gehe ich in das Restaurant rein und suche mir halt immer das Beste aus der Karte raus oder lass mir auch immer was zusammenstellen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Oh ja. Bei Buffets zum Beispiel kann ich mir auch immer die Garnierung, die esse ich immer zuerst weg. Also alles das, was als Dekoration von Essen bei Buffets angeboten wird, das hole ich mir und schnappe ich mir erstmal runter. Man sieht auch, dass die Normalesser sich auch immer erstmal die Garnierung nehmen. Ist ja ganz spannend. Das, was bunt ist, das, was Farbe hat, wird immer zuerst weggepickt. Ja, ja, aber es ist ein guter Hinweis. Und um einfach mal zu sehen, was denn möglich ist. Also man muss ja nicht immer das Standardgericht von der Karte nehmen. Der Koch freut sich ja vielleicht, wenn man ein bisschen kreativ werden kann. Und was alles vorhanden ist in der Küche, sieht man ja daran, wenn man die verschiedenen Gerichte durchgeht. Und oftmals ist es so eine Sache, wo man sagt, ach, guck mal, die haben, die haben Möhren. Guck mir, die haben Pilzen. Die haben vielleicht Oliven oder keine Ahnung, was man sich jetzt da aussucht. Dass man sich auf die Art und Weise einen Salat zusammenstellt oder sonst irgendwie ein vegetarisches Gericht oder was auch immer, wo man jetzt Lust drauf hat, und dass man einfach mal fragt, freundlich, entweder unter dem Vorwand, ich habe Allergien, oder ganz offen darüber spricht, das ist nichts, was mir zusagt, könnten Sie euch das zusammenstellen? Und oftmals sind die da sehr, sehr entgegenkommt und machen da einem etwas. Genau. Wer weiß, Andreas, vielleicht steht sogar ein neues Gericht daraus. Ja. Ja, stell dir vor, du gehst mit Freunden essen oder meinem Geschäftskollegen, und dann sagt der, warum isst denn du das hier nicht oder warum bestellst du hier so komische Sachen? Und dann müsstest du erstmal einen Gesundheitsvortrag halten von einer halben Stunde, um den das erstmal alles zu klären. Dann würde er sagen, oh, der hat ja einen Schatten oder wie auch immer, er versteht es ja erstmal nicht. Aber wenn du zum Beispiel dann sagst, du, das tut mir einfach nicht gut. Ich merke, dass mein Körper darauf reagiert und es ihm nicht gut tut. Du kannst ja nicht immer sagen, mein Arzt hat mir es verboten, weil das würde ja gar nicht stimmen. Aber du merkst halt energetisch, es tut dir nicht gut. Und damit kann jemand leben, weil er dadurch ein Gefühl bekommt. Jeder kann sich hineinfühlen, wie sich etwas nicht gut anfühlt. Und dann ist die Akzeptanz gut da. Oder du sagst, ich vertrage das nicht.
oder ich möchte heute Abend nur was Leichtes essen, ja, gerade am Abend, weil ich gemerkt habe, dass mir das besser bekommt, mir geht's am nächsten Tag besser, ich bin frischer, ich bin energiegeladener, ich kann besser Leistung bringen und das ist mir wichtig, ne, als wenn du sagst, aha, in den Nudeln ist Gluten drin oder in der Sahnesoße, da sind geimpfte Kühe und die haben vereiterte Euter und du weißt ja gar nicht, was da für Blut da drin ist, dann hat der ja keinen Hunger mehr, weißt du, wie ich meine? Aber das sind so Tipps. Kannst du auch den Raum wechseln. Ja. Ja, die kommen bei mir immer gut an. Und wenn ich mir immer was bestelle, was zwischen der Karte steht, also was der Küchenchef für mich macht, auch wenn es mal ein bisschen mehr kostet, dann fragen mich immer andere Leute von den Tischen, welche Nummer. Das finde ich immer ganz witzig. Also man steckt damit immer Leute an. Ja, und, ja richtig, ja. Oder man und sagt heute, einfach, Andreas... Ja, erzähl zu Ende. Heute werde ich ja auf der Straße angesprochen und mich sprechen ja ganz normale Leute an und sagen Sie mal, was ist denn bei Ihnen anders, auch im Supermarkt, wenn ich einkaufe? Dann sage ich, warum? Na, Sie haben so leuchtende Augen, so klar alles und, ne, und da sage ich, naja, gucken Sie doch mal, bei mir in den Einkaufswagen, ich lebe ganz anders und so trete ich auch in Erscheinung. Also du bist, was du isst, denkst und tust, sage ich immer. Und dann sage ich, wenn ich halt bei Ihnen in den Wagen gucke, das sieht für mich jetzt ganz furchtbar aus, aber ich kann es akzeptieren. Ich meine, wenn Ihnen die Chips gut tun, wenn sie Ihnen wirklich gut tun, wenn Sie davon energiegeladen fröhlich sind, dann machen Sie das. Wenn Sie die Chips aber benutzen, um sich zu befriedigen und Ihre negativen Emotionen zu unterdrücken, habe ich gesagt, dann sollten Sie das überdenken. Und mehr sage ich gar nicht dazu. Aber die Leute, die mich ansprechen, sind ja die Leute, die ich nicht missioniere, sondern die Leute, die schon spüren, irgendwas stimmt da draußen nicht und wollen eine Veränderung. Und wenn man das versteht, sich also ein bisschen zurückzuhalten mit seinem Wissen, was man bekommt durch die Ernährungsveränderung und auch durch die Bildung, dann wird man ganz interessant für andere, auch in der Familie. Aber solange man erzählt, ey, trink Smoothies, die sind gesund, dann sagen die Kinder, nee, Mama, du kannst deinen Smoothie behalten, den trinke ich nicht. Wenn die Kinder aber spüren, dass die Mama die Smoothies trinkt und sich verändert, sie wird gesünder, die Kinder sehen, dass die Krankheiten der Mama weggehen, sie wird beweglicher, sie kann beim Jogginglauf länger durchhalten als die Kinder selbst, dann sagen die Kinder, also irgendwas kann ja bei dem, was die Mama macht, nicht schlecht sein, weil ihr geht's ja immer besser. Ja, und das bezieht sich sowohl auf die Kinder als auch auf den Partner, als auch auf das soziale Umfeld. Ganz, ganz spannend. Und die Leute, die sich dafür interessieren, die offen sind, für die kann man dann entsprechend auch weiter dann ins Thema reingehen. Und dieses Thema ist ja ein Thema, das auch immer mehr in die Medien einzieht. Es wird immer breiter und es ist ja auch schon ganz anders, als es mal vor 10, 15, 20 Jahren war. Es ist inzwischen, wird es immer mehr Leute, die sich dafür interessieren, auch durch soziale Medien, findet es immer mehr Verbreitung. Und das Schöne ist ja, man merkt ja wirklich auch einen Unterschied. Genau wie du gesagt hast, ich verändere meine Ernährung und plötzlich erfahre ich eine Verbesserung meiner Gesundheit. Und deshalb ist es ja viel mehr als ein du bist, was du isst, sondern ein du bist, was du gegessen hast. Ja, also wenn ich das mal über einen gewissen Zeitraum mache, es geht ja nicht von heute auf morgen, dann tun sich da Veränderungen auf. Ja, so. Also, ich habe noch einen Tipp. Fingerfood. Ich habe eigentlich immer auch Essen dabei, Andreas. Auch wenn ich mal nach Berlin fahre auf die Messe, ich bin gerne so ein Schnörpser. Das Schnörpsen heißt... Die Tafel Schokolade, gib's zu. Ja, aber die ist dann Rohkostschokolade, da gibt's ja einige, haben wir schon ein paar aufgezählt. Also ich habe sehr viel Schnörpskram dabei. Ich habe immer einen Dip und ein Dressing dabei in so einem Becher und ich habe immer Süßkartoffeln dabei, die man roh essen kann oder Stangensellerie, Chicorée, irgendwas zum Dippen. Und ich finde es total toll, mit so einer riesen Gurke, mit so einer schönen Mandelmayonnaise zu dippen und im Auto und unterwegs immer Essen dabei zu haben, weil ich muss immer ehrlich sein. Und wenn ich am Flughafen bin, Andreas, da gibt's für mich nur Mist zu essen. Dieses ganze Fastfood, ja, dieses Gepresste. Das ist am Flughafen und bei vielen anderen Stellen genauso, ja. Leider. Und ich habe nichts zu essen und dabei und ich habe Hunger. Dann sagt mein Ego, du musst was essen. Und dann, wenn ich nichts esse, dann vergehe ich mich. Dann schaffe ich auch ein negatives Feld. Und dann muss ich immer irgendwas essen, was es im Flughafen gibt. Auch, obwohl ich ganz bewusst bin, dass es mir nicht gut tut. Aber nichts zu essen geht nicht. Das ist nicht akzeptabel für unser inneres Kind. Das ist nicht akzeptabel fürs Ego. Und dann esse ich das auch immer ganz bewusst. Da suche ich mir natürlich das Beste raus, aber es ist trotzdem irgendwie Schrott. Und dann merke ich das einen Tag später, dass ich merke, boah, irgendwie sind meine kognitiven Funktionen, irgendwas läuft nicht rund aufgrund meiner Feinstofflichkeit. Und dann lerne ich wieder, was ich da getan habe. Es ist ja dann immer wieder die Zukunft, in der sich die Vergangenheit spiegelt. So, genau. Habe ich aber was zu essen dabei, weil ich mir eine kleine Gemüsekiste immer mache fürs Flugzeug und so weiter zum Schnörpsen und muss nicht dieses Aluminium-Assietten essen, was es da im Flugzeug gibt, ne? Wollen wir mal über Aluminiumvergiftung gar nicht reden, dann geht's mir gut. Und was stelle ich und die Nicole immer fest im Flugzeug? Die Leute starren auf unseren Sitz, was wir für tolle, duftende, bunte Sachen aus unserem Köfferchen holen. Und jeder kann ja ins Flugzeug auf dem Flughafen beliebig viel Essen, Gemüse, Rohkost mitnehmen, ist kein Problem. Ja. Aber ich habe dann diesen Wert und deswegen habe ich immer Essen dabei, auch im Auto, auf der Autobahn, was mir gut tut.
Ja, und diese Sachen sind sehr guter Tipp. Also wirklich einfach einen Becher oder irgendwo einfach einen leckeren Dip, am besten selbstgemachten, reingeben und dann das Gemüse in so Streifen schneiden, also die Möhre zum Beispiel oder ja, verschiedene andere Gurken, was auch immer, dann einfach da reintauche und dann esse. Und das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und das ist auch ansteckend. Ja? Und so macht man es auch seinem Umfeld leicht, die Veränderung vielleicht auch zu akzeptieren und vielleicht sogar am nächsten Schritt sogar mitzugehen, wenn es nicht nur gut aussieht, sondern auch lecker schmeckt. Weil viele haben einfach Angst und sagen, oh, Veränderung, das heißt, ich muss auf das alles verzichten, das allergroße. Die Alternative ist halt, es schmeckt nicht mehr, ja, und sieht kacke aus. Ja. Naja. Ja. Und wenn man das feststellt, dass es so nicht ist, dass das Leben bunt ist, dass das Leben lecker ist und dass es so tolle Alternativen gibt, dann ist das doch eine gute Sache. Ich habe noch eine ganz tolle Erfahrung. Meine Mutter damals, die hatte ja irgendwie 23 verschiedene Krankheiten und Nervenstörungen und so weiter. Und die Ärzte wollten immer nur rausschneiden, Nerven abschneiden. Und irgendwann hat sie dann so einen Heilpraktiker genommen, der hat ihr dann so ein Buch gegeben, hier Säure-Basen-Gleichgewicht, Aromastoffe, dass man erstmal sieht, was im Essen ist. Und dann hat sie ausgerechnet, dass sie in der Woche 85% Säuren zu sich nimmt und weniger als 10-15% Basen. Naja, sie hat ihre Ernährung umgestellt und ich habe gedacht, meine Mutter spinnt. Aber ihr ging es immer besser. Und dann wurde sie zum Prophet und hat mir gesagt, deine Cola ist schlecht, deine Späti, dein McDonald's, dein Burger King soll nicht gut sein. Ich habe das gar nicht verstanden und habe immer schlechter gegessen. Ich habe noch mehr Cola getrunken, noch mehr Späti. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich habe irgendein Negativfeld kompensiert. Und irgendwann hat sie aufgehört und habe ich gemerkt, hä, was ist denn jetzt mit ihr los? Wird sie jetzt etwa wieder normal? Nee, sie hat einfach aufgehört, mir das mitzuteilen, was sie alles an Veränderungen macht. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, was machst du denn da? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Und dann sagt sie, wieso, das interessiert dich doch aber eigentlich gar nicht. Dann sag ich, na, ich weiß nicht, also ich finde es irgendwie ganz spannend und erzähl mir doch mal was davon. Dann sagt sie, Florian, du musst dich bilden, du musst Bücher lesen. Und es war ganz spannend und irgendwann hat sie mir ein Buch in die Hand gedrückt von Markus Rotkranz, Heile dich selbst und heile dich schön. Diese beiden Bücher haben mein ganzes Leben verändert. Ich will nicht sagen, das hat bei mir einen Schalter im Gehirn umgelegt, aber irgendwie eine andere Sichtweise habe ich bekommen. Eben nicht durch das Prophetische, was sie früher gemacht hat, sondern indem sie es eingestellt hat. Ich wurde richtig gierig danach, ihr Wissen zu entlocken, was sie mir früher immer hingeschmissen hatte. Es war plötzlich interessant. Und irgendwann bin ich dann krank geworden und dann bin ich bei meiner Mama angekommen und habe geklopft und gesagt, Mutti, hilf mir mal bitte. Und dann kamen die ganzen Bücher LKW-weise bei mir an. Ja? Und dann konnte ich lesen, ich konnte mich weiterbilden. Aber dann wollte ich auch. Und darauf muss man manchmal warten, bis auch die Familienmitglieder bereit sind, sich zu verändern. Und so lange verschließt man sich auch ein bisschen, macht ein bisschen sein Ding und man wird kostbar. Und wenn du kostbar bist, Andreas, dann erhöht sich der Wert und die Wertschätzung. Und das ist ein ganz toller Trick, den ich damit mal mitgeben möchte hier für jeden, der diesen Podcast hört. So erzeugt man einen Sog und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich Druck erzeuge. Druck erzeugt Gegendruck und wenn ich einen Sog erzeuge, interessant bin, ja, das ist ein ganz toller Weg und denke ich für viele ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Florian, ich denke, so haben wir eine ganze Menge an wichtigen Themen hier vereint in diesem Podcast zu dem Thema, was kann ich tun, wenn ich mich verändere in Sachen Ernährung, wenn Partner, Familie, Umfeld nicht mitzieht. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute bei der Gesundheit mit der Folge 19. Und ja, dann können wir in der nächsten Folge schon ein kleines Jubiläum feiern, die ersten 20 Folgen. Da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist und sagen ciao, dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Tschüss. Wir hören uns. Ciao, ciao.